Meine Damen und Herren, es ist jetzt eine Woche her, da lief bei RTL die Passion. Immer wenn ich Passion gelesen habe, dachte ich, oh geil, Passion. Das ist bestimmt so ein RTL-Porno. Und dann sitzt du da mit deinem Paket Taschentücher, was passiert? Wird die Jesus-Geschichte erzählt. Und irgendeiner trägt ein Kreuz durch Essen. Ich möchte nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber irgendwie schon. Und dann haben die auch noch gesungen. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Woo! Ich sag mal so, das war aber allerhöchstens ziemlich nicht ganz gut, nicht gut. Vor allem bei den lustigen Gestalten deinem Bus sieht man mal, was dieses 9-Euro-Ticket auch für Nachteile hat. Auf einmal fährst du mit Alexander Klavs als Jesus durch die Gegend. Ja? Und spätestens bei dem Ausschnitt merkt jeder, ist doch Verarsche. Ja? Wer ist bitte so gut gelaunt in einem öffentlichen Verkehrsmittel? Die kennen die Deutsche Bahn nicht, das gibt's nicht. Und dann war da auch noch Leif Aldin, der war Petrus, klar, schreit förmlicher danach. Und eigentlich sollte er nur singen, aber dann, ja, dann hat er auch noch geschauspielert. Das erinnert mich an Blue Steel von Zoolander in schlecht. Wer kennt den? Blue Steel? Kennt ihr, ne? Ich glaube, selbst GZSZ hätte das rausgeschnitten und gesagt, ist nicht gut genug. Oder Leif Aldin hat gerade gedacht, ach, guck mal da hinten, meine Karriere. Naja. Ich glaube übrigens, er hier, er hätte besser gespielt. Oder warte mal, oder er. Auch schöne Blicke. So. Also, Hauptbestandteil der Passion war, die gute alte Jesusgeschichte in die Jetztzeit zu übertragen. Und da waren im Grunde genommen die ganze Zeit irgendwelche Gastauftritte von Stars. Und ein Gastauftritt oder zwei, das waren unter anderem dann Rainer Kallmund und Nelson Müller, die Jesus, also Alexander Jesus Alexander Klavs, so heißt er komplett, an einer Currywurstbude trafen. So. 5 Brote, ja? Und pass auf, 2 Currywürste packe ich dir auch noch dazu. Sollte reichen, oder? Dankeschön. Mein erster Gedanke, als ich den Ausschnitt gesehen habe, wow, das ist aber ganz schön viel. Brot. Ich habe das Gefühl, Kalli hat wieder einen leichten Hackfleischbauch, oder? Übrigens, wenn das Beste an einer Fernsehsendung Alexander Klavs ist, dann weiß man, hier läuft was falsch. Und dann kam auch noch eine Stelle, da habe ich gedacht, den kennst du doch, oder? Das ist doch der Hotelchecker Gil Oferim. Der ist ja zuletzt, sage ich mal, ein bisschen in Ungnade gefallen, weil er die Wahrheit gedehnt hat, ja, und dass mit dem etwas nicht stimmt, das hätte man eigentlich damals schon feststellen können. Einige der Szenen sind nämlich vor 2 Jahren aufgezeichnet worden und ich finde, damals hat er sich schon fragwürdig verhalten. Dieses Brot ist mein Leib. Es wird für euch gegeben. Bitte tut das hier immer wieder. Zur Erinnerung an mich. Eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht, warum. Das ist ein Skandal. Da hat sich alles abgezeichnet damals. Und zwischendrin immer die Singerei. Ne? Immer die. Da haben sie auch noch von Tokyo Hotel Monsoon, glaube ich, haben sie gesungen.
mit Originaltext. Ich weiß nicht, was das mit Jesus zu tun hatte, keine Ahnung. Ich finde, man hätte ja auch einfach mal beten können. Ein schönes, modernes Gebet. Hier, sowas. Unser tägliches Brot gibt uns heute, wie auch immer. Amen. Zack, bist du durch. Dann hatte auch noch der Essener Junge Henning Baum als Pontius Pilatus seinen Gastauftritt. Und er musste entscheiden, wen er zum Tode verurteilen will. Entweder Jesus oder, ja, wie hieß eigentlich nochmal der andere, lieber Henning? Soll ich euch wirklich Barabbas freigeben? Soll ich euch wirklich Barabbas freigeben? Gut, das Votum ist eindeutig. Diese Leute wollen Barabbas frei haben. Barabbas! Wer ist Barabbas? Ich mach nochmal. Barabbas, hört sich an wie Arafat. Barabbas, der Bruder von Arafat. Und die Menge auch. Barabbas, habt ihr mitgegrölt? Musstet ihr auch? Musste man mitschreien? Das hört sich an, weißt du, das war wie bei so einem Kasperle-Theater. Das ist Krokodil, Kasperle. Nee, da. Ne? Bei Henning Baum. Henning Baum, ich dachte zuerst, auch cool. Der hat doch jetzt auch bei Mallorca den Bierkönig gespielt. Henning Baum, der wäscht aber seine Hände mittlerweile in Mayonnaise. Ja. War ein Star, ist ein Star. Stand aber im Schatten des wirklichen Stars des Abends und das war ein riesiges beleuchtetes Kreuz. Ja, und das wurde die gesamte Sendung lang über durch die Essener Innenstadt getragen und das Kreuz war wohl nicht ganz so leicht, jedenfalls für einige. Und der Erste, mit dem ich spreche, ist der David, der hier das Kreuz schwer zu tragen hat. Ja, David, wie fühlt sich das an? Momentan doch ziemlich schwierig. Okay. Ja, hat schon Gewicht. Das hat richtig Gewicht, ja. Ne? Janina habe ich eben auch kennengelernt. Und Janina hat auch eine bewegende Geschichte, warum sie heute mit dabei ist. Wow, ey. Mit zwei Fingern. Also entweder war Janina auch auf der FIBO und ist sehr gut trainiert in diesen zwei Fingern. Ich glaube, die fragt so schnell keiner, kannst du mir beim Umzug helfen? Ja, klar. Wahrscheinlich hatte sie es im Kreuz. Ist so. So, auch wenn... Auch wenn RTL die ganze Zeit versucht hat, die Bibelgeschichte irgendwie cool ins Jetzt zu retten, so richtig haben sie es leider nicht geklappt. Und besonders als Außenreporterin Annette Möller erzählen musste, wo sie sich gerade samt Kreuz befindet, ich finde, da geht so ein bisschen der Zauber dieser Sendung flöten. Das Kreuz, das durch Essen getragen wird, kommt näher. Hallo Annette, wo seid ihr gerade? Thomas, wir haben jetzt die Rüttenscheider Schlemmermeile verlassen und wir sind jetzt auf dem Weg zur Essener Philharmonie. Noch nie wurde Rüttenscheider Schlemmermeile und das Kreuz Jesu in einem Satz gesagt. Das ist definitiv eine Aufwertung für Jesus oder die Rüttenscheider Schlemmermeile, ich weiß es nicht. Die Rüttenscheider Schlemmermeile, der Jakobsweg für die Adipöse. Jesus mag für unsere Sünden gestorben sein, aber spätestens nach der Passion, die uns RTL eingebrockt hat, muss ich sagen, wir sind quitt. Wir sind quitt.